بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum nächsten Juz, und zwar dem Juz 22. Wir setzen erst einmal fort mit einem Teil aus Juz 21, und zwar beginnt dort schon Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab, das bedeutet die Gruppen, Parteien oder auch die Allianz, wie wir sehen werden. Und das ist eine medinensische Sure. Diese Sure beschäftigt sich mit der Fürsorge Allahs Azza wa Jal um seinen Propheten, zum einen gegenüber seinen Feinden, aber auch gegenüber seinen Freunden, also den Gefährten, und auch die Fürsorge Allahs innerhalb der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das Besondere bei dieser Sura, Surat al-Ahzab, ist, dass sie einmal sehr lange war, so lange wie ungefähr Surat al-Baqara. Aber viele Teile dieser Sura wurden aufgehoben, also abrogiert, und das haben wir ja schon mal erwähnt in Surat al-Baqara selbst, dass Allah azzawajal darauf hingewiesen hat, dass er einige Ayat aufhebt und sie dann durch bessere oder gleichwertige Ayat ersetzt. Diese Sura heißt Surat Al-Ahzab, und Al-Ahzab gemeint sind hier die Parteien, die sich zusammengetan haben im Kampf gegen die Muslime, eine Allianz gebildet haben, um die Muslime zu bekämpfen, und diese Schlacht wird auch so genannt, die Schlacht der Allianz oder der Gruppen, der Parteien, Al-Ahzab, und sie wird auch Grabenschlacht genannt, also Ghazwat Al-Khandaq, wie wir sehen werden, inshallah ta'ala. Zu Beginn fordert Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten auf, gottesfürchtig zu sein. So sagt Allah: O Prophet, fürchte Allah und gehorche nicht den Ungläubigen und den Heuchlern. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Ayah 1. Und das ist natürlich eine Lehre für uns, dass wir auch uns gegenseitig ermahnen sollen zur Gottesfurcht, und dass niemand so überheblich sein darf, dass er denkt, er hätte diese Ermahnung und diese Erinnerung nicht nötig. Danach geht Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura auf einige Gebote der vorislamischen Zeit ein, die der Islam geändert hat. Also einige Gebote der Jahiliyyah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Allah hat keinem Mann zwei Herzen in seinem Inneren gemacht, und er hat eure Gattinnen, von denen ihr euch durch den Rückenschwur trennt, nicht wirklich zu euren Müttern gemacht, und er hat eure angenommenen Söhne nicht wirklich zu euren Söhnen gemacht. Das sind eure Worte aus eurem eigenen Mund, aber Allah sagt die Wahrheit und er leitet den rechten Weg. Ayah 4. Das heißt, Allah Azzawajal sagt hier, so wie ein Mensch nicht zwei Herzen haben kann, so geht das auch nicht, dass wir zwei Dinge vereinen, die nicht vereinbar sind. Und zwar geht es um was? Zum einen, dass die Mutter nicht so wie die Ehefrau ist, und dass ein Adoptivsohn nicht, oder Adoptivkind allgemein, nicht so ist wie ein leibliches Kind. Warum erwähnt Allah Azzawajal diese beiden Aspekte? In der vorislamischen Zeit war es gang und gäbe, dass man zu seiner eigenen Frau gesagt hat: Du bist für mich so wie der Rücken meiner eigenen Mutter. Das bedeutet, ich darf dich nicht berühren, so wie ich meine Mutter nicht berühren darf, also keinen Beischlaf haben darf. Und hier sagt Allah Azzawajal, dies ist eine unzulässige Form der Scheidung, denn das war eine Form, wie man sich geschieden hat, und deswegen nennt man ihn auch den Rückenschwur. Also man schwört hier, dass man getrennt ist. Und dies gilt auch, wenn man sagen würde, wie der Rücken meiner Tochter oder meiner Schwester, also jemand, den ich nie heiraten darf. Und dies hat der Islam unterbunden, dass man so etwas nicht mehr sagt, wenn man sich trennen möchte. Und diese Trennung gilt im Islam nicht, aber im Islam wurde eine Bußetat oder Sühnetat dafür veranlasst. Und zwar erstens
einen Sklaven zu befreien, wenn man sowas getan hat oder gesagt hat zu seiner eigenen Frau, du bist wie meine Tochter, du bist wie meine Mutter, du bist wie meine Schwester. Zweitens, wenn man nicht einen Sklaven befreien kann, dann muss man 2 Monate am Stück, also 60 Tage am Stück, fasten. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann muss man 60 arme Menschen ernähren. Das ist also die Sühnetat. Dann erst darf der Ehemann wieder Beischlaf haben mit seiner Ehefrau. Sie sind nicht geschieden dadurch, aber Beischlaf darf so lange nicht stattfinden, solange man diese Sühnetat nicht erfüllt hat. Der nächste Aspekt, um diese Themen oder diese Sühnetaten erwähnt Allah Azza wa Jal in Surat Al-Mujadala. Der nächste Aspekt ist die Adoption. Und so erklärt auch Allah Azza wa Jal, so wie ein Mensch keine 2 Herzen hat in sich, so hat er auch nicht gleichzeitig ein Adoptivkind und ein leibliches Kind. Adoption ist im Islam also verboten. Man darf natürlich Kinder als Pflegekinder haben, aber sie bekommen nicht den Namen dieser Familie und können deswegen zum Beispiel auch nicht erben und nicht geerbt werden, sondern das Erbe wird nur unter den leiblichen Verwandten verteilt. Und deswegen hat Allah Azzawajal geboten, die Kinder, die Pflegekinder, nach ihren leiblichen Eltern zu benennen. So sagt Allah Azzawajal, nennt sie nach ihren Vätern. Das ist gerechter vor Allah. Wenn ihr ihre Väter nicht kennt, dann sind sie eure Brüder in der Religion und eure Schützlinge. Ayah 5. Das heißt, wenn man nicht weiß, wer der Vater ist, dann gibt man ihm entweder den Namen der Mutter oder man gibt ihm einen fiktiven Namen, ja, irgendein Namen, den man ihm gibt, aber nicht den eigenen Namen. Und als nächstes machte Allah subhanahu wa ta'ala bekannt, dass die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam Mütter der Gläubigen sind. So sagt Allah, der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selbst und seine Gattinnen sind ihre Mütter. Und die Blutsverwandten stehen nach dem Buch Allahs einander näher als die Gläubigen und Auswanderer, außer dass ihr euren Schützlingen Gutes tun solltet. Dies steht im Buch verzeichnet. Ayah 6. Warum werden die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam Mütter der Gläubigen genannt? Weil man sie nicht heiraten darf. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war der Einzige, der diese Frauen heiraten durfte. Und nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam durfte kein Mensch diese Frauen heiraten, und das erwähnt Allah Azzawajal explizit dieses Verbot in dieser Sura in Ayah 53. Danach beschäftigt sich die Sura mit dieser Schlacht und zwar Ghazwat al-Ahzab. Allah Azzawajal beschreibt, wie schwierig die Situation war. So sagt Allah Azzawajal, als sie von oben zu euch kamen und von unten her und als die Blicke unsicher wurden und die Herzen die Kehle erreichten und ihr von Allah verschiedene Meinungen hattet. Ayah 10. Das heißt, die Menschen in Medina waren sehr, sehr besorgt. Ja, und Allah Azzawajal schildert, dass hier die Herzen, bis die Herzen die Kehle erreicht haben, wenn das Herz schlägt, dann spürt man ja diesen Herzschlag selbst an der Kehle. Und was war der Grund dieser Schlacht? Nun, die arabischen Stämme haben sich zusammengetan mit den Mekkanern, um die Muslime zu bekämpfen. Also kamen um die 10.000 Mann zusammen, die dann nach Medina ziehen wollten, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime dort zu bekämpfen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das mitbekommen hat, hat er sich beraten lassen von den Gefährten und unter ihnen war Salman al-Farisi, der Perser. Und er kannte von den Persern eine Taktik, eine Kriegstaktik, und zwar, dass man diese riesen Gräben grabt. Und das hat zur Folge, dass die Soldaten, ja, die Krieger, auch mit ihren Pferden nicht auf die andere Seite kommen. Ja, dieser Graben muss sehr tief und sehr weit sein, sodass man weder darüber einfach so springen kann oder, wenn man runtersteigt, einfach so wieder hochklettern kann. Und das war die Idee von Salman al-Farisi. Also haben die Muslime angefangen zu graben vor Medina, ja, einen riesen
graben, sodass die Mekkaner, egal von welcher Seite sie kommen, nicht über diesen Graben einfach kommen können, ihn nicht überqueren können. Dabei hat es sehr viele Wunder gegeben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So gab es einen Felsen mitten in diesem Graben, den die Sahabe nicht kaputt machen konnten, zerstören konnten, und sie konnten ihn auch nicht wegtragen. Der hat sich nicht bewegen lassen. Und sie haben allesamt dort gezogen und gedrückt und so weiter, aber nichts. Er hat sich nicht vom Fleck bewegt, dieser Felsen. Und da kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und schlug mit seinem Stock auf diesen Felsen, und so zerbröselte dieser Fels. Und das war ein Wunder, denn alle kräftigen Männer damals konnten nichts tun, und sie haben darauf geschlagen, es hat sich nichts getan. Aber als der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat, ist dieser Felsen auseinandergegangen. Ein weiteres Wunder ist, dass zu dieser Zeit es auch Hungernöte gab. Die Sahabe hatten nicht genug zu essen. Und da wollte ein Sahabi den Propheten sallallahu alaihi wasallam einladen, ja, weil man hat gemerkt, Rasul alaihi salatu wasallam hat Hunger. Menschen haben sich Steine um den Magen gebunden aufgrund der Schmerzen, die sie vom Hunger her hatten. Und da wollte er ein Sahabi den Propheten sallallahu alaihi wasallam einladen. Und als er diese Einladung eben erhalten hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam allen anderen, und das waren um die 1000 Männer, dass eben sie eingeladen wurden zum Essen. Und dieser Sahabi hat ja nicht Essen vorbereitet für 1000 Mann. Also sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor ihr das Essen anrichtet, sagt mir Bescheid. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geholfen, und also beim Anrichten des Essens. Und so haben alle 1000 Männer gegessen, bis sie satt wurden, und es ist Essen übrig geblieben. Und das war ein weiteres Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das zeigt dieser Segen durch den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Als die Gruppen angekommen sind, also diese Parteien, diese Angreifer, sagten die Heuchler, Allah und sein Gesandter haben uns nur Trügerisches versprochen. Ayat 12. Das heißt, viele Heuchler haben ihr wahres Gesicht gezeigt, ja, weil sie dachten, dass außen vorbei, also 10.000, also gegen 10.000, die Schlacht ist verloren. Da brauchen wir nicht lang rum zu diskutieren. Und sie haben den Menschen gesagt, guckt mal, wir geben euch einen Tipp, gebt auf, ja, weil das bringt sowieso nichts, gegen diese Macht, ja, gegen diese Menschen zu kämpfen. Und Allah Azzawajal, sagte darüber, und als eine Gruppe von ihnen sagte, O ihr Leute von Yathrib, Yathrib, so hieß die Stadt Medina, ihr könnt euch hier nicht aufhalten, kehrt zurück. Und ein Teil von ihnen bat den Propheten um Erlaubnis, heimzukehren, indem sie sagten, unsere Häuser sind ohne Schutz. Dabei waren sie nicht ohne Schutz, sie wollten nur fliehen. Ayat 13. Das heißt also, viele haben gesagt, das ist außen vorbei, also wir können hier nicht kämpfen, also zieht euch einfach zurück, jeder bleibt in seiner Wohnung, und wir geben auf. Die Gläubigen aber hingegen, die waren standhaft, so sagt Allah Azzawajal. Und als die Gläubigen die Gruppierungen sahen, sagten sie, das ist, was Allah und sein Gesandter uns versprochen haben. Und Allah und sein Gesandter sagen die Wahrheit. Und es mehrte ihnen nur den Glauben und die Ergebung. Und unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die ihr Gelübde erfüllt haben. Und unter ihnen gibt es manche, die noch warten müssen, und sie haben keine Änderung vorgenommen. Also lobt Allah subhanahu wa ta'ala hier die Gefährten. Die Polytheisten versuchten natürlich diesen Graben zu überqueren. Es kam zu vereinzelten kleinen Kämpfen, ja, am Graben. Aber es kam nicht zu diesem Krieg, ja, dass das ganze Heer angegriffen hat, weil es ging nicht. Und Allah Azzawajal sagt darüber, dass eben dann ein starker Wind aufkam, und der die Angreifer eben zwang, sich zurückzuziehen, und damit
eben hat sich diese Schlacht erledigt. Allah Azzawajal sagt: O die ihr glaubt, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als Heerscharen zu euch kamen. Da sandten wir gegen sie einen Wind und Heerscharen, die ihr nicht saht. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Ayah 9. Und Allah Azzawajal erklärt also, dass hier den Muslimen der Krieg an sich erspart geblieben ist. So sagt Allah, und Allah wies diejenigen, die ungläubig waren, mit ihrem Grimm zurück, ohne dass sie etwas Gutes erlangt hätten. Und Allah ersparte den Gläubigen den Kampf. Allah ist stark und allmächtig. Ayah 25. Ein Problem bei dieser Schlacht war, dass einige jüdische Stämme in Medina gehofft haben, dass die Mekkaner eben siegen. Und deswegen haben sie schon gezeigt, dass sie auch mitkämpfen wollen oder beziehungsweise den Mekkanern erlauben wollten, von ihrer Seite aus in Medina einzutreten, um die Muslime zu bekämpfen. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich mitbekommen. Also ist er nach dem Ende dieser Schlacht gegen die Mekkaner und die anderen arabischen Stämme hingegangen zu diesem Stamm Bani Qurayza, einem jüdischen Stamm, der tatsächlich begonnen hat, gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen. Ja, und abgemacht war ja mit den jüdischen Stämmen in Medina, dass sie nicht gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam kämpfen und auch keine anderen Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützen. Und das haben sie aber nicht eingehalten, sondern dieses Abkommen gebrochen. Also ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Bani Qurayza und sie haben sich verschanzt. Und dann ging es so eine Weile, bis sie eben aufgegeben haben. Und danach wurde eben geurteilt, so wie sie es verlangt haben. Sie haben selbst den Schlichter ausgewählt und sie haben gesagt, wir wollen gemäß der Tora verurteilt werden. Und das Urteil war eben, dass die Kämpfer getötet werden. Alle, die gekämpft haben oder kämpfen wollten, wurden damit getötet. Und das war eben das Urteil, was auch Allah Azzawajal dann bestätigt hat. Allah Azzawajal weist auf diese Schlacht hin, die genannt wird, die Schlacht von Bani Qurayza, und er ließ diejenigen von den Leuten der Schrift, die ihnen beigestanden hatten, aus ihren Burgen heruntersteigen, und er jagte in ihre Herzen Schrecken. Eine Gruppe von ihnen habt ihr getötet und eine Gruppe gefangen genommen. Ayah 26. Dann geht es weiter im nächsten Juz, also Juz 22 mit Surat al-Ahzab. Und zwar das nächste Thema sind die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allah azzawajal erwähnt hier, dass die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor die Wahl standen, entweder mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam zu leben, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, oder sich ein anderes Leben zu wünschen, ja, ohne diese Prüfungen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlebt hat. So sagt Allah azzawajal: O Prophet, sag zu deinen Gattinnen, wenn ihr das diesseitige Leben und seinen Schmuck haben wollt, dann kommt her, ich werde euch eine Abfindung gewähren und euch auf schöne Weise freigeben. Wenn ihr aber Allah und seinen Gesandten und die jenseitige Wohnstätte haben wollt, so hat Allah für diejenigen von euch, die Gutes tun, großartigen Lohn bereitet. Ayah 28 und 29. Und natürlich haben die Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam das Leben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gewählt, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Gefahren und trotz aller Prüfungen. Und so wurden sie Vorbilder für alle Menschen in Sachen Aufrichtigkeit, Standhaftigkeit und Gottesfurcht. Danach rief Allah Azzawajal die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auf, in ihrer Rede nicht unterwürfig zu sein. Was heißt das? Das bedeutet, die Stimme nicht zu verzieren, sodass Männer kein Verlangen empfinden, sondern ganz normal zu reden, wenn sie mit den Menschen sprechen.
Und das ist natürlich eine Benimmregel, die natürlich für jeden gilt, ja, dass man nicht versucht, einen anderen zu verführen, indem man vielleicht die Stimme verändert, sondern ganz normal, spricht. Ebenso wurden sie aufgerufen, zu beten und zu spenden und Allah Azzawajal gegenüber und auch gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorsam zu sein. Und dann sagte Allah Azzawajal auch zu ihnen: Und gedenkt dessen, was in euren Häusern von den Zeichen Allahs und von der Weisheit verlesen wird. Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. Ayah 34. Diese Ayah ist ein Beleg für die Beweiskraft der Sunna. Denn Allah Azzawajal sagt hier: Und gedenkt dessen, was in euren Häusern von den Zeichen Allahs, das ist also Al-Quran, Ayat, also die Ayat des Korans, und von der Weisheit, Hikma, verlesen wird. Also ist die Hikma etwas anderes als die Ayat des Korans. Also ist es eben die Sunna, die verlesen wird. Denn wir haben ja nichts anderes außer Koran und Sunna, was verlesen wird. Und das bedeutet, die Sunna ist ebenfalls eine Quelle des Islams und die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigten sich sehr mit der Sunna. So gehörte Aisha radiallahu anha zu den größten Hadith-Wissenschaftlerinnen der Muslime. Sie überlieferte über 2000 Hadithe und lehrte und unterrichtete, aber auch die anderen Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Allerdings war Aisha radiallahu anha in Sachen Überlieferung doch mehr bekannt. Der nächste Punkt ist, dass Allah Azzawajal einige Eigenschaften der gläubigen Männer und Frauen erwähnt. Allah Azzawajal sagt: Innal Muslimina wal Muslimati wal Mu'minina wal Mu'minati wal Qanitina wal Qanitati was Sadiqina was Sadiqat. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آية 35. Gewiss, muslimische Männer und muslimische Frauen, gläubige Männer und gläubige Frauen, ergebene Männer und ergebene Frauen, wahrhaftige Männer und wahrhaftige Frauen, standhafte Männer und standhafte Frauen, demütige Männer und demütige Frauen, almosengebende Männer und almosengebende Frauen, fastende Männer und fastende Frauen, Männer, die ihre Scham hüten und Frauen, die ihre Scham hüten, und Allahs vielgedenkende Männer und gedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Die Ayah danach ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass jeder Gläubige dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen muss. Denn Allah sagt: Weder für einen gläubigen Mann noch für eine gläubige Frau gibt es, wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit entschieden haben, die Möglichkeit, in ihrer Angelegenheit zu wählen. Und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, der befindet sich ja in deutlichem Irrtum. Ayah 36. Und diese Ayah erklärt also, dass ein Muslim sich an die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala halten muss und auch an das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vom Muslim verlangt hat. Als nächstes spricht Allah nochmals die Adoption an. Und zwar erklärt Allah azzawajal endgültig, dass die Adoption verboten ist durch eine Angelegenheit, und zwar, dass dieser Adoptivsohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Frau hatte und er hat sich von ihr getrennt,
Und diese Frau sollte nun der Prophet sallallahu alaihi wasallam heiraten. Denn das wäre ja nicht erlaubt, wenn es sein leibliches Kind wäre. Denn ein leibliches Kind, wenn es sich trennt von der Ehefrau, dann darf der Vater diese Ex-Frau des Sohnes nicht heiraten. Allah azawajal sagt dazu: Und als du zu demjenigen sagtest, dem Allah Gunst erwiesen hatte und dem auch du Gunst erwiesen hattest, behalte deine Gattin für dich und fürchte Allah. Und in deinem Inneren verborgen hieltest, was Allah doch offenlegen wird. Und die Menschen fürchtetest, während Allah ein größeres Anrecht darauf hat, dass du ihn fürchtest. Als dann Zaid keinen Wunsch mehr an ihr hatte, gaben wir sie dir zur Gattin, damit für die Gläubigen kein Grund zur Bedrängnis bestehe hinsichtlich der Gattinnen ihrer angenommenen Söhne, wenn diese keinen Wunsch mehr an ihnen haben. Und Allahs Anordnung wird stets ausgeführt. Ayah 37. Das bedeutet, Zaid radiallahu anh, der genannt wurde Zaid ibn Muhammad, hat ihn adoptiert, alaihissalatu wassalam. Also wurde er genannt Zaid ibn Muhammad, und er hatte eine Frau, und zwar Zainab bintu Jahsch. Und als er sich getrennt hat von Zainab, hat Allah azzawajal dem Propheten auferlegt, also befohlen, Zainab radiallahu anha zu heiraten, damit klar wird, Zaid ist nicht der Sohn des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und so nannte man ihn dann nicht mehr Zaid ibn Muhammad, Sohn von Muhammad, sondern Zaid ibn Haritha, Sohn von Haritha. Und Zainab bintu Jahsch erwähnte immer: Ich wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verheiratet, und zwar von Allah aus. Allah von über sieben Himmeln aus, sagte sie, radiallahu anha, hat mich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Und danach erwähnt Allah azzawajal die Stellung des Dhikr, und zwar sagt Allah azzawajal: Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Also, o die ihr glaubt, gedenkt Allah in häufigem Gedenken. Ayah 41. Ein weiteres Gebot in dieser Sura ist, dass die Scheidung, bevor es zum ersten Beischlaf kommt, keine Wartefrist erfordert, wie es in der Regel ist. Das bedeutet, wenn jemand heiratet, das heißt, Eheschließung wurde vollbracht, Nikah, also Eheschließung, aber es kam noch nicht zum Beischlaf. Wenn man sich dann trennt, sich scheidet, dann muss die Frau nicht diese Wartefrist warten von 3 Perioden, außer diese beiden Eheleute waren mal alleine, ja, sind zusammen eingezogen. Selbst wenn da kein Beischlaf stattgefunden hat, ist eine Wartefrist einzuhalten, weil für die anderen Menschen sieht das so aus, als ob die zusammen wohnen, also es zum Beischlaf gekommen ist. Aber sollte man nach der Eheschließung nur nicht zusammen wohnen, ja, nicht alleine gewesen sein, dann gilt, sollte man sich scheiden, dass keine Wartefrist verlangt wird. Ebenso zählt Allah azawajal hier auf, welche Frauen man heiraten darf, und zwar von den Verwandten. Und zwar sind das die Cousinen, sowohl die Töchter der Onkel und Tanten väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Ebenso hat Allah azawajal den Gefährten hier verdeutlicht, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam besuchen. So sagt Allah: O die ihr glaubt, tretet nicht in die Häuser des Propheten ein, außer es wird euch erlaubt, zur Teilnahme an einem Essen, ohne auf die rechte Zeit zu warten. Sondern wenn ihr hereingerufen werdet, dann tretet ein, und wenn ihr gegessen habt, dann geht auseinander. Und tut dies, ohne euch mit geselliger Unterhaltung aufzuhalten. Solches fügt dem Propheten Leid zu, aber er schämt sich vor euch. Allah aber schämt sich nicht vor der Wahrheit. Und wenn ihr sie um einen Gegenstand bittet, so bittet sie hinter einem Vorhang. Das ist reiner für eure Herzen und ihre Herzen. Und es steht euch nicht zu, dem Gesandten Allahs Leid zuzufügen
und auch nicht jemals seine Gattinnen nach ihm zu heiraten. Gewiss, das wäre bei Allah etwas Ungeheuerliches. Ayah 53. Das heißt, Allah Azza wa Jal erwähnt hier auch, dass die Sahabe, wenn sie mit den Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen sollten, hinter einem Vorhang mit ihnen sprechen sollten, also nicht direkt sie anschauen sollten, alles aus Respekt vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist ein islamisches Benehmen, das man einhalten sollte. In dieser Sura fordert Allah Azza wa Jal die Gläubigen auf, den Segenswunsch für den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufzusagen. Dazu sagt Allah: Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Ayah 56. Der Segenswunsch Allahs Azza wa Jal bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam vor der führenden Schar der Engel erwähnt und lobt. Und das bedeutet, wie Jibril a.s. oder Mikail, also diese führende Schar der Engel. Und die Engel, der Segenswunsch der Engel bedeutet, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam loben und für ihn um Vergebung bitten. Und so sollen wir eben, wir Menschen, Allah Azza wa Jal darum bitten, dass er den Propheten segnet, also lobt, und dass er ihn eben erwähnt vor dieser führenden höchsten Schar der Engel. Auch in dieser Sura wird das Hijab oder die Hijab-Pflicht erwähnt, nämlich sagt Allah Azza wa Jal: O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen, das ist eher geeignet, dass sie erkannt und so nicht belästigt werden. Und Allah ist allvergebend und barmherzig. Ayah 59. Das ist also ein klarer Beweis dafür, dass der Hijab eine Pflicht ist. Zusätzlich dazu natürlich die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also die Hadithe, in denen erklärt wird, wie die Frauen, die Gefährtinnen und auch die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich immer bedeckt haben vor fremden Männern. Und zum Schluss der Sura wird auf die gewaltige Bürde der Menschen hingewiesen, so sagt Allah azza wa jal: O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sagt treffende Worte, so lässt er eure Werke als gut gelten und vergibt euch eure Sünden. Und wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, der erzielt ja einen großartigen Erfolg. Wir haben das anvertraute Gut, den Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten, aber sie weigerten sich, es zu tragen, sie scheuten sich davor. Der Mensch trug es, gewiss, er ist sehr oft ungerecht und sehr oft töricht. Das ist so, damit Allah die Heuchler, Männer und Frauen und die Götzendiener, Männer und Frauen, straft und sich den gläubigen Männern und Frauen Reue annehmend zuwendet. Allah ist allvergebend und barmherzig. Ayah 70 bis 73. Der Aufruf zur Gottesfurcht hier in diesen Ayah zu Beginn, das gehört auch zu den Ayah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam jede Jumu'ah, also jeden Freitag in der Freitagspredigt aufgesagt hat. Und danach dieses anvertraute Gut, dieser Amana. Da gibt es unterschiedliche Ansichten bei den Tafsir-Gelehrten, was es denn ist. Und einige sagen eben, es sind sämtliche Verpflichtungen, die ein Mensch eben hat gegenüber Allah Azzawajal oder den Geschöpfen. So wurde der Mensch eben damit geprüft. Die nächste Sura ist Surat Saba, die Sabea. Es ist eine mekkanische Sura. Saba ist ein Volk im Jemen, die zur Zeit Suleimans a.s. gelebt haben. Und Allah hat ihnen sehr viel Macht und Reichtum geschenkt, wie es Allah azawajal hier in dieser Sura beschreibt. Doch zu Beginn der Sura erwähnt Allah azawajal erst einmal, wie viele Gaben der Prophet Dawud und Suleiman bekommen haben. Und so rief Allah azawajal die Sippe Dawuds, also die Familie Dawuds, auf, ihre Arbeit in Dankbarkeit zu verrichten. Aus dieser Ayah, dass man in Dankbarkeit etwas verrichtet, haben die Gelehrten den Unterschied zwischen Lob und Dank
erklärt oder abgeleitet. Lob, also Hamd und Dank, also Shukr. Und das Lob geschieht im Herzen und mit der Zunge. Also man artikuliert das Lob. Wenn du jemanden lobst, dann sagst du es. Zusätzlich dazu geschieht aber der Dank auch durch Taten, wie es Allah Azzawajal hier eben erwähnt. Und das bedeutet, dass man die Gaben Allahs so benutzt, so wie es Allah möchte. Also die Gaben Allahs zu benutzen, um den Wohlgefallen Allahs zu erlangen, das bedeutet in Dankbarkeit, dass man das mit Schukr umsetzt. Weiterhin erzählt Allah Azzawajal die Geschehnisse beim Tod von Suleiman a.s. So sagt Allah Azzawajal, und als wir für ihn den Tod bestimmt hatten, wies sie auf sein Ableben nur das Tier der Erde hin, das seinen Stab fraß. Als er dann niederstürzte, wurde den Dschinn klar, dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst, nicht weiter in der schmachvollen Strafe verweilt hätten. Das bedeutet, Suleiman a.s., als er gestorben ist, blieb er eine lange Weile einfach auf seinem Thron sitzen. Und die Dschinn dachten, er lebt noch. Also haben sie weitergearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und erst als ein Tier, Allahu a'lam welches Tier, genagt hat am Stock, sodass Suleiman hingefallen ist, erst dann haben sie gemerkt, er ist gestorben. Und so haben sie gewusst, also dass Allah subhanahu wa ta'ala eben derjenige ist, der das Verborgene kennt, und niemand anderes kennt das Verborgene, nicht mal die Dschinn. Das war Ayah 14. Danach erwähnt Allah azzawajal das Volk Saba, indem er sagt, die Sabäer hatten ja in ihrem Wohnort ein Zeichen, zwei Gärten zur rechten und zur linken. Esst von der Versorgung eures Herrn und dankt ihm. Eine gute Ortschaft ist es und ein allvergebender Herr. Ayah 15. Die Königin dieses Volkes war Bilqis, und deren Geschichte wurde ja bereits erwähnt in Surat An-Naml mit Suleiman a.s. Doch nach ihrer Zeit gab es Menschen, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben, beziehungsweise, was auch einige Gelehrte sagen, dass dieser Unglaube war kein Unglaube im religiösen Sinne, dass sie nicht an Allah geglaubt haben, sondern die Undankbarkeit. Ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Also entweder es waren tatsächlich Menschen, die nicht richtig geglaubt haben, oder sie haben geglaubt, aber sie waren undankbar und prahlten eben und waren ungerecht. Und Allah Azzawajal sagt, aber sie wandten sich ab, da sandten wir gegen sie die Flut des Staudammes, und wir tauschten ihnen ihre zwei Gärten aus gegen zwei Gärten mit bitterem Ernteertrag und Tamarisken und einigen wenigen Zizifusbäumen. Ayah 16. Das bedeutet also, dass eine Flut auf sie kam. Ihre Vorgänger hatten einen Staudamm errichtet zur damaligen Zeit, aber dieser wurde dann gebrochen und das Wasser hat sie überflutet. In dieser Sura wird erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zur ganzen Welt geschickt wurde. So sagt Allah, und wir haben dich für die Menschen allesamt nur als Frohboten und Warner gesandt, aber die meisten Menschen wissen nicht. Ayah 28. Und zum Schluss der Sura erwähnt Allah das Jenseits. So werden sich die Höllenbewohner gegenseitig lossagen, und Allah Azzawajal erklärt, dass weder der Besitz noch die Kinder einen Menschen näher bringen zu Allah Azzawajal, wenn man nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Die nächste Sura ist Surat Fatir, der Erschaffer, und das ist eine mekkanische Sura. Es ist die letzte Sura in diesem Drittel, und zwar beziehungsweise in diesem dritten Viertel des Korans. Und somit beginnt diese Sura mit der Lobpreisung. Und Allah Azzawajal erwähnt seine Schöpfung. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, alles Lob gehört Allah, dem Erschaffer der Himmel und der Erde,
der die Engel zu Gesandten gemacht hat mit Flügeln, je zwei, drei und vier. Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Ayah 1. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtete zum Beispiel über Jibril alaihi salam, dass er 600 Flügel hat. Danach warnt Allah azza wa jal vor dem Shaitan, indem er sagt: Gewiss, der Shaitan ist euch ein Feind, so nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ihr seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Ayah 6. Das Besondere bei Surat Fatir ist, dass hier zahlreiche Regeln erwähnt werden, Grundsätze, die man immer braucht im Leben. Und das ist einer dieser Grundsätze, dass man weiß, Shaitan ist ein Feind, er wird nie dein Freund sein. Shaitan, alles, was er dir vorgaukelt, ist schlecht für dich. Er wird dir nie einen guten Rat geben. Weiterhin erinnert Allah Azza wa Jal daran, dass derjenige, der nach Ehre sucht, diese in der Religion findet. Und das ist auch eine Regel. Allah sagt, wenn immer einer die Ehre anstrebt, so gehört alle Ehre Allah. Zu ihm steigt das gute Wort hinauf und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. Und für diejenigen, die Ränke böser Taten schmieden, wird es strenge Strafe geben und die Ränke jener werden zu Fall kommen. Ayah 10. Diese Ayah ist auch ein Beleg für die Glaubenslehre der Sahaba, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala über dem Himmel ist und nicht überall. Denn Allah azza wa jal sagt, zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Und er sagt, und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. Also erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er über seiner Schöpfung ist. Eine weitere Regel in dieser Sura lautet, O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig sind, Allah aber ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Ayah 15. Das bedeutet, der Mensch soll immer verspüren, dass er Allah braucht. Der Mensch kann nie überheblich sein, sondern muss immer demütig sein vor seinem Herrn. Und der nächste Grundsatz wird wie folgt erwähnt, keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Ayah 18. Das bedeutet, jeder ist für sich verantwortlich. Natürlich gibt es andere Verantwortungen, zum Beispiel Eltern sind verantwortlich für Kinder. Jemand, der etwas Gutes zu etwas Gutem aufruft, der bekommt den Lohn dafür. Jemand, der zu etwas Schlechtem aufruft, der bekommt eben auch die Sünde dafür. Aber im Grunde genommen gilt eben, jeder wird zur Rechenschaft gezogen für die Tat, die er selbst getan hat oder verursacht hat. Also das ist die Regel. Jeder wird für die Tat zur Rechenschaft gezogen, die er selbst getan hat oder die er verursacht hat. Ist sie gut, wird er belohnt. Ist sie schlecht, wird er bestraft, wenn Allah Azza wa Jal ihm nicht vergibt. Die nächste Regel in dieser Sura lautet, Allah fürchten von seinen Dienern eben nur die Gelehrten. Gewiss, Allah ist allmächtig und allvergebend. Ayah 28. Das bedeutet nicht, dass man Professor sein muss, sondern Gelehrter hier, also jemand, der Wissen hat. Jeder, der über Allah azza wa jal Wissen hat. Und deswegen gilt, dass man mehr und mehr über Allah lernen sollte. Man sollte seine Religion lernen, aber man sollte nicht nur sich damit begnügen, zu wissen, wie man betet oder fastet, sondern du möchtest ja auch dich beschützen vor den Intrigen und den Tücken des Teufels. Und je mehr du weißt, wer Allah ist, je mehr du weißt, was im Paradies ist, je mehr du weißt, was die Hölle ist, je mehr du das Leben der Propheten kennst, umso mehr wird dein Glaube auch stärker. Und deswegen, man lernt nicht nur, um zu wissen, was man tun soll und was man lassen soll, sondern man lernt zusätzlich, um den Iman zu stärken, weil das eben Treibstoff für den Menschen ist. In dieser Sura wurden die Menschen bezüglich der Gehorsamkeit gegenüber Allah in drei Gruppen eingeteilt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hierauf gaben wir das Buch denjenigen von unseren Dienern, die wir auserwählten zum Erbe. Manche von ihnen tut sich selbst Unrecht. Mancher von ihnen zeigt ein gemäßigtes Verhalten. Und mancher von ihnen geht mit den guten Dingen,
mit Allahs Erlaubnis voran. Das ist die große Huld. Aja 32. Also gibt es unter den Dienern Allahs, den gläubigen Dienern Allahs, drei Sorten. Einige, die sich selbst Unrecht tun, indem sie sündigen. Einige, die nur das tun, was sein muss. Also sie machen nur das, was Pflicht ist und nicht mehr, aber unterlassen auch die Sünden. Und die dritte Gruppe, das sind diejenigen, die eilen mit freiwilligen Taten. Das heißt, sie machen zusätzlich, was erwünscht ist, also Mustahab, und sie unterlassen auch noch zusätzlich zum Verbotenen auch das, was verpönt ist, also was Makruh ist. Und das ist natürlich die Stufe, zu der jeder sich hinarbeiten sollte. Eine weitere Regel dieser Sura lautet: Du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden und du wirst in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Abwandlung finden. Ayah 43. Diese Ayah deutet auf die Gesetzmäßigkeiten Allahs hin. Ob das wirtschaftliche, soziale, politische, naturwissenschaftliche, religiöse Gesetzmäßigkeiten sind. Allah Azza wa Jalla hat diese Welt erschaffen mit Regeln, Konstanten, Grundsätze. Und diese Regeln, die ändern sich nicht. Und deswegen muss ein Mensch diese Regeln lernen und kennen, sodass man versteht, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem Menschen will. Und die Ulama, die Gelehrten haben diese Grundsätze studiert im Koran. Was sind diese Grundsätze Allah subhanahu wa ta'ala, insbesondere im Leben, im Umgang mit Allah azza wa jal und im Umgang mit den Menschen. Schließlich erklärt Allah azza wa jal seine Nachsicht gegenüber seinen Dienern. Und so sagt Allah: Und wenn Allah die Menschen für das belangen wollte, was sie verdient haben, würde er auf ihrer Oberfläche kein Tier übrig lassen. Aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück. Und wenn dann ihre Frist kommt, so wird er sie belangen, denn gewiss Allah sieht seine Diener wohl. Ayah 45. Und damit sind wir am Ende dieses Juz. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.